Die neuen Drogerielounges 2024 gehen weiter und heute wollte ich mit euch einige neue Produkte aus dem neuen Catrice-Sortiment austesten. Außerdem haben wir auch noch ein, zwei Sachen von L'Oreal und Maybelline. Und wir starten einmal mit dem neuen Primer von Catrice. Das ist der Skin Glaze Hydrating Serum Primer. Das ist mit 0,5% Squalan. Soll ein Glass Skin Finish geben. Sieht irgendwie so ein bisschen aus, als ob der so einen Holographic Shine hat, wenn man guckt. Ich habe von Byoma so ein Squalane Hydrating Serum und das empfinde ich als super, super angenehm für die trockene Winterhaut aktuell. Deswegen schön, dass das da drin ist. Ich musste mir das gerade nochmal ganz genau angucken, weil ich bin nicht so ganz draus schlau geworden, weil das sieht für mich so aus, als ob hier so ein bisschen irgendwie Schimmer drin ist. Macht so einen leichten Holographic Sheen. Hier ist aber kein Mica drin, soweit ich das jetzt sehen konnte. Hier ist auf jeden Fall irgendwas Schimmerndes drin. Es ist allerdings ganz, ganz subtil. Also jetzt auf dem Gesicht sieht es jetzt nicht so aus, als ob ich irgendwie einen Glitzer-Primer oder so drauf hätte. Da bin ich wirklich froh drüber, weil da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf gehabt. So fühlt sich einfach wirklich an wie so eine Hydrating Milk. Hat sich schön einblenden lassen, war kein Problem mit der Hautpflege drunter. Soweit, so gut. Da wir heute so viel Catrice featuren, wollte ich nochmal die True Skin Foundation heute benutzen. Und ich mische die beiden Töne 039 und 020. Ich habe die wirklich jetzt schon sehr lange nicht mehr benutzt. Ich hoffe, sie ist noch gut. Aber ist eine Foundation, die ich sehr mag. Ja, man darf nicht zu viel von ihr benutzen, weil sie wirklich super High Coverage ist. Aber wenn man will, dass das Make-up den ganzen Tag hält, dann ist das eine richtig, richtig gute Drogerie-Foundation. Und wenn sie ein bisschen zu viel ist, dann kann man das auch sehr, sehr schön mit ein bisschen Tagespflege oder so mischen. Ich hatte die Foundation sehr gut in Erinnerung, aber bin gerade trotzdem nochmal positiv überrascht und man sollte die nicht vergessen. Wir haben jetzt keinen neuen Concealer, deswegen benutze ich den Catrice True Skin High Cover Concealer. Ich habe gerade so ein bisschen meine Haut noch aufgewärmt hier mit dem e.l.f. Luminous Putty Bronzer und dann konturiere ich gerade noch so ein kleines bisschen mit dem Catrice Magic Shaper. Jetzt kommen wir zum Teil, auf den wahrscheinlich die meisten gespannt sind, und zwar hat Catrice Liquid Blushes gelauncht. Die Blush Affair Liquid Blushes. Ich habe, ich glaube, alle Farben, die es gab, geholt. Wir haben auf jeden Fall eine ganz gute Auswahl, finde ich. Also wir haben einmal Pink Feelings. Die Blushes kommen in so einer Squeezy Tube. Hier steht drauf Shake Well und das muss man auch wirklich wörtlich nehmen. Man muss die sehr, sehr, sehr gut schütteln. Ich hatte die gestern schon mal auf meinem Handrücken geswatcht und habe mir einen Ton auch schon mal auf die Wangen aufgegeben, weil ich ein bisschen schauen wollte, wie es mit der Haltbarkeit und so weiter aussieht für heute. Man muss wirklich sehr, sehr gut schütteln, ansonsten kommt erstmal nur Wasser raus. Das ist ja schon mal öfter bei so Liquid Blushes, wenn die in so einer Verpackung kommen, so, dass man die wirklich gut schütteln muss. Ich habe bei den Milk Bionic Blushes dasselbe Problem. Und deswegen finde ich persönlich das Packaging auch nicht so ideal. Man muss sich das dann jetzt auch erstmal wieder auf dem Handrücken aufgeben. Und ich habe es gerade so gut geschüttelt. Es ist trotzdem, seht ihr die Blasen da, es ist trotzdem im Endeffekt immer noch nicht genug. Ich weiß jetzt schon, das werde ich im Alltag nicht benutzen, wenn das so kompliziert ist, weil dafür habe ich keine Zeit morgens. Probieren wir es nochmal. Ja, es ist jetzt ein bisschen besser. Ich sehe zwar immer noch ein bisschen das Wasser, was sich so absetzt, aber es ist besser. Ist aber ein sehr schöner, kühler Pinkton. Dann haben wir hier den Ton Ready Red Go. Und den hatte ich mir gestern Abend auch aufgegeben. Und man muss sagen, der ist schon richtig gut pigmentiert gewesen. Und es ist rot, aber es ist jetzt nicht Tomatenrot. Es ist eher so ein bisschen, ja, so ein Erdbeerrot. Und dann haben wir last but not least den Ton Velvet Rose. Und ich glaube, das ist der Ton, der so für die meisten am alltagstauglichsten ist. Da ist kein Schimmer oder sowas drin. Ich würde sagen, sie sind vom Finish her auch eher natural. Es ist kein mattes Finish, also sie trocknen nicht matt rund. Das ist jetzt aber auch nicht extrem dewy. Ich habe mal geschaut, welche Liquid Blushes, die ich habe, von High-End-Marken oder auch Drogerie eventuell ähnlich sein könnten vom Farbton her. Ich zeige euch mal den Ton Velvet Rose im Vergleich zu Pillow Talk. Pillow Talk ist um einiges heller. Und dann fand ich noch interessant hier Charlotte Tilbury Dream Pop. Der Dream Pop ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich würde sagen, er ist noch ein bisschen poppiger. Das Rot ist noch etwas intensiver, aber es ist definitiv ein sehr ähnlicher Rotton. So, dann habe ich jetzt hier noch den neuen e.l.f. Liquid Blush. Und da dachte ich mir, den könnten wir ja neben den Velvet Rose auch nochmal swatchen. Der könnte auch ähnlich sein. Ist ein Ticken heller, aber super ähnlich. So, und ich habe gestern auf meinem Handrücken den e.l.f. Very Well mit dem Ready Red Go geswatcht, weil ich mal schauen wollte wegen dem Farbton. Und man muss sagen, der war schon wirklich stark pigmentiert auf meinem Gesicht, aber auf dem Handrücken, als man es ausgeblendet hat, hat man gesehen, die von e.l.f. sind gerade in diesen etwas stärkeren Tönen noch mal pigmentierter. Weiß ich jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich zeige euch jetzt hier auch nochmal
den Vergleich. Der ist jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen dunkler, ein bisschen bäriger. Wie gesagt, der Ready Set Go, nee, Ready Red Go ist sehr erdbeerrotmäßig. Und der ist jetzt wirklich eher ein bisschen bärig rot, wie der Name auch sagt. Es ist trotzdem relativ ähnlich. Und man muss auch mal bedenken, wenn das Ganze ausgeblendet ist, ist es natürlich auch nochmal was anderes. So, dann habe ich last but not least noch zum Vergleich den Revolution Liquid Blush, den ich auch ziemlich gut finde. Den Ton Flushing For You wollte ich jetzt nochmal vergleichen hier mit dem Rose Velvet Ton und Charles Tilbury. So, hier, die sind von der Textur her wohl nochmal etwas anders. Die sind viel mußiger. Ja, aber der Ton ist doch nicht so ähnlich, wie ich dachte. Der ist doch um einiges heller und um einiges kitschiger tatsächlich jetzt im Vergleich zu den anderen. Der hier. Okay, ich hoffe, das hat irgendwie geholfen, vielleicht so eine kleine Einordnung zu bekommen. Vielleicht habt ihr auch schon den einen oder anderen Blush und warum sollt ihr euch den dann nochmal kaufen? So, ich bin noch nicht ganz sicher, welchen Blush wir jetzt heute benutzen sollen, weil ich habe mir hier einen von den Liquid Eyeshadows geholt und ich habe den in Orange gekauft und das passt eigentlich zu keinem von den Tönen so wirklich. Das war nicht so clever. Ich glaube, wir nehmen den roten. Ich hoffe, es kommt noch so ein bisschen was Peachiges raus. Ich finde, das würde jetzt noch fehlen. So, und ich habe mir jetzt wirklich nur so ein kleines bisschen auf den Handrücken gegeben. Ich habe mir die Blushes gerade weggewischt, deswegen sieht das hier so wild aus. Ihr werdet sehen, es ist wirklich stark pigmentiert. Ich muss nochmal schütteln, das war doch zu wässrig. So, ich gebe mir jetzt hier so einen Dot auf. Es ist trotzdem immer noch recht flüssig. Ich wechsle mal gerade zu meinem anderen Blush, sonst ist es, glaube ich, echt zu heftig. Lässt auch einen schönen Duo durch, muss man sagen. Gut, wir hatten jetzt auch noch diese Glazing Milk drunter und der Bronzer hat ja auch so eine leichte Luminosity. Aber der Blush ist jetzt auf jeden Fall auch nicht komplett matt. Geben wir jetzt auf der anderen Seite den Ton Berry Well von e.l.f. auf. Wir einfach mal ein bisschen den Vergleich sehen können. So, und ich habe auf jeden Fall auf der Seite weniger benutzt. Aber da ist auf jeden Fall mehr Pigment hinter und der ist nicht ganz so flüssig wie der von Catrice. Bisschen cremiger. Das war jetzt, glaube ich, schon fast zu viel. Ja. So, das sind jetzt beide Töne eingeblendet. Und ich finde, eingeblendet kann man gar nicht wirklich einen Unterschied erkennen. Ich habe es jetzt gerade nochmal so ein bisschen runtergeholt und habe mir hier ein bisschen was von dem Rare Beauty Eye Brightener aufgegeben. Gerade hier in dem Bereich, weil mir ist der Blush etwas hochgerutscht. Ich habe mein Gesicht gerade ein bisschen gesettet mit dem NYX Can't Stop Won't Stop. Und wir haben keinen neuen Puder Bronzer, aber ich dachte mir, oldie but goldie, lasst uns den Physicians Formula Butter Bronzer benutzen. So, um jetzt alles nochmal ganz schön miteinander zu vermischen, habe ich hier den neuen Butter Glow Press Powder. Den hatte ich letztens mit euch auch schon mal ausprobiert in einem Video. Und ich finde den echt richtig schön so als letzten Finishing Touch. Er erinnert mich sehr an den MAC Mineralize Skin Finish Powder. Das ist jetzt in Translucent, wobei ich sagen muss, es ist nicht komplett Translucent. Das ist so ein bisschen heller doch, wenn man es so swatcht. Schaut mal. Ich nehme einfach den Puderbrush hier und dann gehe ich überall immer drüber. Wir haben ein neues Augenbrauenprodukt im Catrice Sortiment und zwar ist das hier der All-in-One Brow Perfector Stift und dann einmal eine Puderseite. So, wir haben hier ein 3-in-1 quasi. Wir haben ein Bürstchen, dann haben wir einen Augenbrauenstift und das ist so eine Triangular Form und dann haben wir den Puder. Und ja, der ist, ich bin mal gespannt. Der ist jetzt nicht so super dünn. So, ich gehe erstmal mit dem Stift dran. Ich hoffe, er ist nicht zu weich. Ich versuche jetzt hier nur die spitze Seite zu nehmen, um so ein bisschen die Augenbrauen zu umranden. Ja, ich merke schon direkt, ich hatte mir das schon fast gedacht, also für meinen persönlichen Geschmack ist der zu cremig. Ich mag das, wenn das eher so ein bisschen trockener ist. Ich finde, das sieht dann immer realistischer aus, als wenn es zu cremig ist. Ist ein bisschen vom Prinzip her wie der neue Rare Beauty Eyebrow Pencil, wobei der nicht so cremig ist wie der jetzt. Klar, wenn man sich jetzt beeilen muss, ne, ich bin jetzt einfach nur einmal unten so ein bisschen angegangen, habe das eingebürstet und so könnte man jetzt rausgehen. Das ist natürlich schön. Trotzdem muss ich aufpassen, ich habe eine ganz, ganz leichte Hand benutzt. Persönlich mag es halt lieber, wenn es jetzt nicht so soft ist, aber das Ergebnis so ist auf jeden Fall in Ordnung. Also ich möchte, glaube ich, jetzt nicht den Puder benutzen, weil es ist so schon relativ ausgemalt und ich mag das nicht, wenn das so komplett flächig ist. Deswegen wollte ich jetzt heute den Build a Brow nehmen von Maybelline. Da hatte ich euch letztens ja schon von erzählt im letzten Video.
wo ich mich da irgendwie vertan habe. Es war eigentlich der Eyeliner und ich dachte, es wäre der und ja. If you know, you know. Auf jeden Fall wollte ich den jetzt heute nochmal testen. Ich hatte den schon einmal vorher benutzt, aber ohne das Gel. Und ich war nicht so sehr angetan. Also mir persönlich hatte der von nix besser gefallen. Aber wir gucken jetzt heute nochmal. So, und das ist halt einer von diesen Eyebrow Filz Liner Stiften. Da gibt es nicht so viele in der Drogerie und auch nicht wirklich gute. Also der einzige, der gut ist, ist eigentlich der von nix. Und ich habe jetzt hier übrigens den Ton Ash Brown, glaube ich. Ja, genau. Ich habe übrigens gerade eben kurz im Spiegel geschaut. Ich war vielleicht gerade eben etwas streng zu dem Stift. Es sieht tatsächlich doch ganz gut aus, ganz mühelos. Ich glaube, es ist so ein bisschen Übungssache. Teilweise, also der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Spitze. Das ist gut. Teilweise kommt dann aber zu wenig Pigment raus. Und wenn man es zu fest drückt, dann kann es ein bisschen dick werden. Aber ich glaube, so schlecht, wie ich dachte, ist der gar nicht. Ich kriege tatsächlich manche Strokes super fein hin. Und der Ton ist auch gut. So, ich setze das Ganze hier dann mit dem Augenbrauengel. Catrice hat auch einen Brow Glue, der, glaube ich, so ein bisschen gefärbt ist, rausgebracht. Den habe ich mir jetzt aber nicht geholt, weil ich den normalen Brow Glue schon habe und den ich so gut finde. So, das Augenbrauengel hat sich jetzt relativ flüssig angefühlt. Gibt mir jetzt auch nicht so richtige Glue-Vibes. Ich bin mal gespannt, wie das hält oder ob das einfach nur so ein bisschen leicht settet und die Augenbrauenhaare trennt, was natürlich auch nicht schlecht wäre. Catrice hat auch zwei neue Eyeshadow-Paletten rausgebracht und ich fand auch beide Color Stories ganz schön. Ich habe sie auch im Laden geswatcht, war teilweise, also besonders die matten Töne haben sich sehr, sehr cremig angefühlt. Also ich glaube, die Qualität ist tatsächlich auch ganz gut von denen. Ich habe mir jetzt trotzdem keine mitgenommen, weil ich wusste, dass ich die nachher am Ende doch nicht oft genug benutzen werde und ich wollte dann nicht einfach, ja, es unnötig im Schrank rumliegen haben. Ich habe jetzt als Lidschatten einen von diesen Deep Matte Liquid Eyeshadows mitgenommen. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt den Ton mitgenommen, weil ich irgendwie dachte, dass der mir jetzt am meisten so zugesagt hat, spontan. Ich habe die auch nicht im Laden gesehen, sondern ich habe die online bestellt. Und ich finde den Ton sehr, sehr schön. Kann ich mir auch sehr gut als Blush vorstellen. Gerade so im Sommer ist das so ein Dirty Peach Ton. Und ich habe mir jetzt gerade in die Crease ein bisschen Bronzer einfach gegeben. Und wir gucken jetzt mal, ich gebe mir das einfach mal direkt aufs Lid. Es fühlt sich so ein bisschen ölig an. So eingeblendet ist es schon recht zurückhaltend vom Ton her, ne? Es ist jetzt nicht so punchy, finde ich, wie es von der Verpackung her aussieht oder auf dem Swatch. Es hätte so, sage ich mal, keinen Ticken weniger pigmentiert sein dürfen. Ich gucke mal, ob wir es ein bisschen aufbauen können. So ein bisschen rutschig, aber ist okay, ne? Haltbarkeit muss man natürlich dann noch schauen. Finde, es sieht in der Kamera komischerweise fast noch pigmentierter aus als live. Was selten ist. Normalerweise ist es eher umgekehrt. Ich wünschte, es wäre etwas mehr Pigment. Weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Ton. Den Ton halt eigentlich richtig schön finde. Aber die rutschen halt auch hier so ein bisschen hin und her. Ich bin mal gespannt, inwiefern das noch runtertrocknet. Komisch, wenn man sich den Swatch auf die Hand aufgibt, hat man das Gefühl, das ist so eine matt-musige Textur. Und auf dem Lid irgendwie nicht so. So, ich habe jetzt wohl auch keine Eyeshadow Base oder so benutzt. Könnte natürlich sein, dass es dann auch mal ein bisschen intensiviert. Okay, dann fand ich den richtig schön. Das ist hier der Space Glam Chrome Eyeshadow. Ich habe das Gefühl, der wird sich buttrig anfühlen und pigmentiert sein. Den gibt es auch in verschiedenen Farbtönen. Der hat jetzt so einen leichten grünen Shift. Seht ihr das? Den gebe ich mir jetzt mal so ein bisschen als Topper auf. Wow. Schaut mal. Das geht natürlich jetzt, finde ich, mit dem Orange richtig gut. Und er hat jetzt irgendwie auf dem Lid auch viel krasseren Shift, als man es auf dem Finger sehen konnte. Das sieht Wahnsinn aus gerade. Ich hatte eigentlich ursprünglich gehofft, dass der einfach nur so weiß wäre. Weiß, glittrig mit ein kleines bisschen Shift, aber das ist doch relativ extrem. Es sieht super gut aus. Ich weiß nur nicht, inwiefern mir das für den Alltag vielleicht ein bisschen viel ist. Aber es sieht krass aus und es funktioniert auch super einfach. Also die sind extrem pigmentiert, man hat keinen Fallout oder so. Space Glam passt. Ich fühle mich ziemlich spacig. So, und dann habe ich mir jetzt hier noch so einen Eyeliner geholt. Ich habe irgendwie nicht so richtig nachgedacht. Das ist wahrscheinlich hier ein bisschen heavy. Das ist so ein giftgrüner Kohl-Eyeliner. Gibt es aber auch in verschiedenen Farben. Wobei jetzt gerade so auf der Hand geswatcht, der fühlt sich nicht so buttrig an, wie ich vielleicht gehofft hätte. Nee, das gefällt mir nicht als Eyeliner oben. Also, ich drücke richtig fest und da kommt kaum was. Also, ich will, dass es buttrig pigmentiert über mein Lid gleitet. Nicht so. Könnte mir vorstellen, der ist vielleicht dann eher was für die innere Wasserlinie. Ich bin den jetzt mal in die innere Wasserlinie gerade gegeben.
Weil der ist nicht cremig genug, um damit vernünftig einen Eyeliner zu ziehen. Aber wenn er so waterproof und langanhaltend ist, dann ist das vielleicht dafür das Richtige. Und das ist ja auch irgendwie ein cooler Pop. Aber ich finde, es fehlt ein Eyeliner. Ich habe gerade geschaut, ich habe hier noch von Catrice diese Calligraphie Artist Eyeliner. Die hätten jetzt auch ganz gut gepasst. Gerade hier dieser dunkle Orangeton, aber der ist leider ausgetrocknet. Deswegen benutze ich jetzt hier von Maybelline den Hyper Easy Brush Tip Eyeliner. Weil irgendwie ist es so, finde ich, nicht genug. Und ich gucke aber, dass ich relativ nah an der Lashline bleibe. Gib mir jetzt noch ein bisschen von dem matten Eyeshadow in die Lower Lash Line. So, Catrice hat auch nochmal eine neue Mascara rausgebracht, aber ich habe mich ehrlich gesagt von der ein bisschen mehr angezogen gefühlt. Hauptsächlich wegen der Verpackung. Das ist die neue L'Oreal Panorama Mascara und ich habe die in Ton Dark Brown mitgenommen. Und das ist so ein Gummibürstchen. Ich sehe tatsächlich das Bürstchen jetzt heute zum ersten Mal. Die hatten die nämlich leider nicht ausgestellt. Ich habe die quasi blind gekauft. Ich merke, die Textur ist relativ nass. Ich hoffe, die ist nicht zu nass und gibt zu viel Transfer. Diese neue Telescopic Mascara von L'Oreal hat nämlich bei mir halt wegen dem Transfer leider nicht funktioniert. Ich würde sagen, es ist definitiv ein sehr dunkles Braun. Also fast ein Braun-Schwarz. Hätte für meinen Geschmack jetzt ruhig noch was brauner sein können. Ich habe mir vor ein paar Tagen ein Lashlifting machen lassen. Ich habe das sehr soft machen lassen, extra, weil ich so sehr innenliegende Augen habe. Aber dementsprechend ja, habe ich halt quasi jetzt schon automatisch diesen Curl-Effekt. Ich benutze zwar ein Serum, aber das Gefühl, meine Wimpern sind aktuell wieder ein bisschen kürzer geworden. Die sind wahrscheinlich gerade in dieser Transformationsphase. Es ist für mich so ein bisschen schwierig, gerade zu sagen, wegen dem Lifting, die Mascaras. Ich könnte mir vorstellen, dass die so ein bisschen klatschig werden kann. Sie ist unten so ein bisschen wispy-mäßig. Oben sieht es teilweise ein bisschen klatschig aus. Kann aber jetzt aktuell wirklich auch an den Lifting liegen. Ich muss die noch ein bisschen weiter ausprobieren. Packaging ist auf jeden Fall gelungen. Ich habe mir den Eyeliner gerade in der Wasserlinie noch ein bisschen aufgebaut. Und so sehr ich auch finde, dass er jetzt für den Wing nicht geeignet ist, in der Wasserlinie lässt er sich sehr schön aufbauen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich habe das Gefühl, der wird auch relativ lange halten. Jetzt haben wir noch verschiedene Lippenprodukte, die rausgekommen sind. Ich werde mir die nacheinander mit euch aufgeben und wir werden sie swatchen. Das Interessanteste an den Lippenprodukten, fand ich, waren hier die Melt and Shine Juicy Lip Balms. Ich habe die meisten Sachen auf der DM-Website bestellt. Als ich die bestellt habe, habe ich die irgendwie gar nicht gesehen. Bei Boozy Shop waren sie alle ausverkauft. Ich konnte noch zwei Farben ergattern. Bei Parfum Dreams war das, glaube ich. Die Farben, die ich eigentlich wollte, waren nicht mehr vorhanden. Aber mir ging es jetzt auch hauptsächlich darum, für euch die Formulierung auszuprobieren. Und der eine Ton ist tatsächlich auch ein Ton, den ich mir ausgesucht hätte. Das ist so ein Dark Cherry Red. Und dann haben wir hier noch so einen dunkelroten Beerenton. Das ist der Ton Lost at Sea. Und die erinnern natürlich unweigerlich vom Packaging hier sehr an die von Tarte, die Maracuja Juicy Lip Plumper. Ein Produkt, was ich persönlich sehr, sehr mag. Sie sind super balmig, super glossy, geben aber trotzdem gut Pigment ab. Und ich habe gestern schon mal hier den einen dunkelbraunen Ton geswatcht und muss direkt schon sagen, die haben nicht diese Juiciness, die die von Tarte haben. Ich habe noch was anderes ähnliches rausgesucht von Revolution. Die fand ich tatsächlich den von Tarte sogar noch ein bisschen ähnlicher. Aber first things first. Ich gebe mir erstmal ein bisschen Lipliner auf und da benutze ich hier von Elf einen der neuen Lipliner. Die sind wirklich so schön. Allerdings leider nicht so super langanhaltend, aber wirklich sehr schön cremig, sehr schön pigmentiert. Und den geben wir uns erstmal auf. So, und ich will als erstes mal hier den Ton Sunnyside Up swatchen, weil ich dachte mir, der könnte sehr ähnlich sein wie der Tarte Honeysuckle. Und der wiederum erinnert sehr an den von Clinique, den Black Cherry Pop, oder wie hieß der? Ihr wisst, wen ich meine, der so viral gegangen ist. Und ich swatch die beiden mal nebeneinander. Hier haben wir einmal Tarte. Und der von Catrice kann nicht wirklich mithalten, was dieses Balmige angeht. Der andere von Tarte ist einfach viel softer und cremiger. Und dadurch kommt irgendwie auch mehr Pigment raus. So, ich gebe mir jetzt mal die von Catrice auf. So, ihr seht, wie oft ich da drüber gehe, aber da will nicht wirklich viel Pigment kommen und auch nicht wirklich dieser krasse Glossy-Effekt. Wirklich juicy ist es nicht. Es ist wie ein leicht getönter Labello, finde ich. Es ist nicht schlecht oder so. Ich finde, hat man so ein bisschen die Chance verpasst, weil es ist ja ganz klar inspiriert worden von denen hier. Und ja,
Ich weiß es nicht. Also da hätte ich mir jetzt ehrlich echt auch ein Labello drüber geben können, hätte wahrscheinlich denselben Effekt gehabt. Ist halt nicht besonders viel Pigment gewesen und auch nicht besonders viel Gloss. Wir schauen uns jetzt mal noch den anderen Ton an. Ich habe den jetzt einfach mitgenommen, weil ich euch ein bisschen Auswahl geben wollte und die meisten hat leider ausverkauft, weil ich eigentlich gern gehabt hätte. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein Ton, den ich jetzt so oft tragen würde im Alltag. Der ist auf jeden Fall irgendwie schon mal doch pigmentierter. Wirkt so ein bisschen cremiger als der andere. Interessanterweise. Aber ist eine Farbe, die mir persönlich jetzt gar nicht gefällt. Aber ich gebe ihn mir trotzdem mal auf. For you. Ja, davon abgesehen, dass ich die Farbe echt schlimm finde an mir, haben wir hier jetzt natürlich viel mehr Pigment. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es an dem Pigment, aber es sieht auch gleich so ein bisschen glossiger und cremiger aus. Aber die Farbe ist für mich persönlich leider gar nichts. So, dann habe ich hier noch einen Intense Matte Lip Pen von Catrice. Der ist ganz schön, der ist cremiger als ich dachte. Ich hatte irgendwie gedacht, der wäre so fest, aber der ist schön cremig. Ich hatte ja jetzt ein bisschen Lipliner drunter, aber den kann man, glaube ich, tatsächlich dann auch einfach ohne Lipliner aufgeben. Und er hat aber trotzdem eine schöne Cremigkeit. Ich finde den Ton auch sehr, sehr schön für den Alltag. Ist so ein schöner, moodiger Rosé-Ton. Erinnert auch so ein bisschen an Pillow Talk, ne? Ja, schön. Fühlt sich angenehm an. Hat so einen ganz, ganz leichten Sheen und fühlt sich aber trotzdem so an, dass er, glaube ich, langanhaltend sein wird. Dann haben wir hier noch was ganz Interessantes und zwar sind das so Liplacke, die Shine Bomb Lip Lack Long Lasting. Und da habe ich hier einmal den Ton Sweet Talker. Auch so ein sehr schönes, rosiges Rosé. Und dann habe ich einmal den Ton Honey. Ja, und die erinnern sehr an die Maybelline Vinyl Lip Lacke. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich ähnlich sein werden. Ich gebe mir jetzt mal den Ton Honey auf. Laut Beschreibung soll die sehr farbintensiv sein, lange halten, aber trotzdem sich komfortabel anfühlen. Super dünn. Super, super dünn. Mein Lip Liner ist zu hell für den Ton. Gib mir noch ein bisschen von dem Ton Sweet Talker in die Mitte auf. Die riechen übrigens sehr gut. Die haben jetzt aktuell noch so eine leichte Glossigkeit. Ich denke mal, das wird gleich runtertrocknen. Das ist ja bei denen von Maybelline ebenfalls so. Bis jetzt fühlt es sich wirklich an, als ob ich nichts drauf hätte. Manchmal, also ich habe von House Labs auch so einen Lip Lack und den finde ich ganz fürchterlich, weil der trocknet wie so ein Gelfilm runter und dann hat man hier auch so eine richtige Linie in den Lippen. Das Problem habe ich mit den von Maybelline nicht und ich glaube, hier wird es auch nicht so sein. Das fühlt sich bis jetzt alles sehr, sehr gut an. Ich habe mir das gerade nochmal runtergenommen und habe es mir nochmal mit einem dunkleren Lip Liner gepaart, weil das sah ein bisschen komisch aus. Ich habe jetzt hier von Carly Bible den Lip Liner im Ton Francesca genommen. Das ist so ein schönes Chocolate Brown. Ich fände es ganz cool, wenn der Ton noch ein bisschen weniger bärig und ein bisschen mehr braun wäre. Vielleicht gibt es das aber auch, muss ich nochmal nachschauen. Bis jetzt finde ich die Formulierung aber super, super schön, muss ich sagen. Wir fassen mal gerade ganz schnell zusammen. Angefangen hier mit dem Skin Glaze Hydrating Primer. Ich kann nichts Negatives sagen. Er hat sich sehr schön in die Haut einarbeiten lassen. Es gab kein Pilling. Ich werde es natürlich jetzt noch mit anderen Foundation und Skin Tints ausprobieren. Aber ich weiß, meine Haut liebt Squalan. Und ja, jetzt gerade in der Jahreszeit, denke ich mal, ist das nochmal besser. Er war jetzt aber auch trotzdem nicht zu schwer. Er hat Feuchtigkeit gegeben, aber auf so eine leichte Art und Weise. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man den auch im Sommer super benutzen kann. Und hat ein schönes, frisches Finish auf der Haut gegeben, ohne jetzt aber irgendwie zu sehr luminous-mäßig auszusehen, im Sinne von Glitzerpartikeln oder so. Dann hatten wir als nächstes unsere Blushe Fair Liquid Blushes. Positiv ist auf jeden Fall, dass sie sich schön einblenden lassen in die Haut. Das ist oft ja mit Liquid Blushes auch so ein bisschen schwierig. Das hat eigentlich schon ganz gut hiermit funktioniert. Minuspunkt für mich persönlich jetzt ist so ein bisschen das Packaging. Zum einen muss ich sagen, finde ich es ein bisschen nervig mit dem Schütteln, weil man muss es wirklich extrem durchkneten und schütteln. Ansonsten hat man da so einen flüssigen Film drumherum. Und das weiß ich halt schon, das werde ich morgens nicht machen. Wenn ich jetzt Catrice gewesen wäre, hätte ich ehrlich gesagt hier so eine Verpackung genommen mit so einem Applikator, weil es ist einfach praktischer. Und selbst wenn man sich jetzt das nicht direkt aufs Gesicht aufgeben möchte, dann gibt man sich halt dort auf die Hand. Man hat aber nicht so diese Arbeit wie mit der Verpackung. Oder was ich ansonsten auch noch sogar besser gefunden hätte, wäre dann hier diese Verpackung. Catrice hat ja auch einen Highlighter extra in dieser Verpackung. Also ich meine, es wäre clever gewesen, wenn die vielleicht auch in den Blush in so einer Verpackung gemacht hätten. Oder halt dann, wie gesagt, in der Verpackung. Nicht nur, weil andere bekannte Marken es gemacht haben, sondern weil es auch praktischer ist einfach als
so eine Squeezy-Tube. Das ist halt eigentlich, finde ich, so fast das Unpraktischste, was man machen kann. Das dazu, aber Performance finde ich auf jeden Fall gut. Die Farbtöne haben mir auch gut gefallen. Ich würde mir noch einen Peach-Ton wünschen, aber vielleicht habe ich den auch übersehen. Falls ja, werde ich ihn euch jetzt gerade einblenden. So, dann haben wir hier die Deep Matte Liquid Eyeshadows. Also, es kommt natürlich immer auf den Farbton an, ja? Ich rede jetzt hier für den orangenen Farbton. Mir hat der Farbton sehr, sehr gut gefallen. Ich persönlich hätte mir aber gewünscht, dass es ein bisschen mehr Pigment gehabt hätte und vielleicht ein bisschen fester irgendwie gewesen wäre. Ich hatte das Gefühl, das rutschte so ein bisschen hin und her auf dem Lid. Und dementsprechend glaube ich, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt nochmal nachkaufen würde, wenn es leer wäre. Ich glaube, es wäre mir ein bisschen zu viel Arbeit für zu wenig Ergebnis. Da sind beispielsweise, ich weiß, es ist auch ein anderer Preis, aber die von Huda Beauty, die Liquid Eyeshadows, um Klassen besser. Ja, ein bisschen was Positives. Die All-in-One Brow Perfector. Zum einen finde ich es cool, dass man hier wirklich verschiedene Variationen machen kann. Also, dass ich hier auch noch den Puder drin habe. Und ich habe gerade eben gesagt, es ist mir ein bisschen zu weich gewesen. Stimmt auch, aber ich habe dann kurz in den Badezimmerspiegel geschaut und wenn man sich das halt nur so ein bisschen hier unten eingibt und dann kann man sich das dadurch, dass es halt weich ist, schon relativ schön einkämmen und dann war das super schnell und super natürlich. Also wer nicht unbedingt so diesen texturierten Look haben möchte, sondern einfach irgendwie was, was so ein bisschen schnell und einfach geht morgens, für den ist das vielleicht tatsächlich sogar eine sehr, sehr gute Lösung und ihr habt halt zusätzlich ja auch noch den Puder, den ihr verwenden könnt. Würde mir aber trotzdem persönlich den Catrice Micro Pencil eher kaufen als das jetzt. Ja, dann hatten wir hier den von Maybelline. Also ich muss sagen, dieses klare Brow Gel. Ich habe jetzt aktuell auch noch ein bisschen Lifting drin, deswegen hält es ganz gut. Das ist ein eher softeres Augenbrauengel, was vielleicht für den einen oder anderen auch gut ist, weil man will ja nicht immer unbedingt diesen festgeklebten Look, bei dem die Augenbrauenhärchen auch spannen. Hier sieht man, dass es auf jeden Fall ein bisschen gesettet ist. Das ist ein bisschen texturierter dadurch, aber es fühlt sich nicht unangenehm an und es setzt sich auch absolut nichts ab. Deswegen finde ich das nicht schlecht. Die Spitze an dem Pen ist auch relativ dünn. Es ist so ein bisschen Übungssache. Ich hatte manche Strokes, die waren wirklich super fein und dann waren manche wieder ein bisschen zu dick. Ich werde den aber auf jeden Fall noch weiter austesten. Aber mein schlechtes Urteil, was ich vorher hatte, werde ich erstmal wieder zurücknehmen. Dann zu den Lippenprodukten. Ich finde, ja, wenn man es Melt and Shine nennt, dann hätte es ein bisschen meltiger sein können, ein bisschen mehr Shine. Ich finde, da hätte man mehr draus machen können auf jeden Fall. Die hätten meiner Meinung nach ein bisschen glossiger sein sollen und ein bisschen pigmentierter. Also beziehungsweise der war ja pigmentiert, aber der war ja wirklich super, super soft, wie wir gesehen haben. Da finde ich, hätte man ein bisschen mehr machen können, dann wäre ich absolut begeistert gewesen. Ich werde mir trotzdem, wenn die neuen Farbtöne auch in den DM selber reinkommen, die natürlich anschauen, weil der war ja jetzt auch pigmentierter als der und würde mir vielleicht dann von den anderen nochmal einen zum Testen holen. Aber bis jetzt sehe ich auf gar keinen Fall die als Alternative zu denen. Was mir aber tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat, waren hier einmal die Intense Matte Lip Pens. Die sind, glaube ich, super, wenn man einfach ganz, ganz schnell was aufgeben möchte. Man braucht hier auch gar nicht extra noch einen Lipliner verwenden, weil die halt schon so eine Stiftform haben, kann man die wirklich auch schön als Lipliner und Lippen in einem benutzen. Die waren schön pigmentiert, schön cremig, trotzdem jetzt nicht zu cremig, dass man es nicht als Lipliner nutzen könnte. Die steht jetzt zwar matt drauf, aber die hat eine leichte Cremigkeit, was sie wirklich sehr komfortabel zum Tragen dann im Nachhinein macht. Und dann die Shine Bomb Liplacke. Bis jetzt finde ich sie auch sehr, sehr schön. Sie lassen auf jeden Fall nicht so einen unschönen Rand wie die von House Labs. Ich fühle sie quasi fast gar nicht auf den Lippen. Das finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Definitiv besser als die von NYX, die vor ein paar Jahren viral gegangen sind. Die finde ich sehr unangenehm auf den Lippen, auf die Dauer. Die fühlt man eigentlich gar nicht. Sind im Endeffekt wirklich eine sehr, sehr gute Alternative zu den von Maybelline. Deswegen auf jeden Fall Daumen hoch hierfür. Es war definitiv ein bisschen durchwachsen, aber wir hatten auf jeden Fall zwei, drei, glaube ich, neue Hits dabei aus der Drogerie. Und ich werde alles wie immer weiter austesten und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht irgendwie in ein paar Wochen so ein Roundup machen von allen Drogerie-Neuheiten, die jetzt so im Januar, Februar, Ende Dezember rausgekommen sind. Und ich danke euch wie immer, dass ihr hier mit mir die Zeit verbracht habt. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich habe euch lieb. Muah.